Ja, moin moin, guten Abend und herzlich willkommen zur 85. Hamburger Mahnwache mit offenem Mikrofon. Jetzt wieder jeden Montag 18.30 Uhr am Jungfernstieg. Ja, ich muss sagen, es ist schon ein interessantes Gefühl immer noch und immer wieder hier zu stehen und zu sehen, dass immerhin noch bei einigen Leuten anscheinend Bedarf besteht und Enthusiasmus da ist und dass wir sogar einen Kaffee- und Kuchenstand haben. Da möchte ich mich recht herzlich bedanken. Das ist echt super. Also, ich glaube, ohne das würden wir es vielleicht gar nicht mehr durchhalten hier. Herzlich willkommen möchte ich auch zu euch allen sagen, meine Lieben. Ich habe wieder ein bisschen was gebacken und mitgebracht. Ich habe ja heute auch noch frei, also das klappt dann immer ganz gut. Mir ist das sehr wichtig, dass wir hier sind, weil diese Politik, die im Moment läuft, die ist grauenhaft. Da muss sich unbedingt was verändern. Wir brauchen eine Friedenspolitik. Das ist Deutschlands Verantwortung. Und Deutschland ist auch in der Pflicht, endlich diese Konfrontation mit Russland zu beenden. Wir stehen hier bei der 85. Mahnwache in Hamburg und gleichzeitig ist in Berlin die 100. heute. Und da möchte ich ganz herzlich Grüße nach Berlin schicken an die Leute, die dort sind. Es sind auch von einigen anderen Mahnwachen welche hingefahren. Ich habe vorhin mit jemand unterhalten, der heißt Olaf, der ist 550 Kilometer dorthin gefahren, um dort heute wieder dabei zu sein und eine Rede dort zu halten. Und das ist ganz wichtig. Wir sind hier und wir bleiben hier und wir kommen immer wieder. Also, ihr wisst ja, Frieden ist nicht rechts, Frieden ist nicht links. Frieden ist die Kraft in deinem Herzen, in dir drin. Frieden ist der Weg, Frieden ist der Sinn. Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen. Ja, vielen Dank. Das war Ilona vom Kaffeestand und es freut mich. Und ich möchte auch einen recht herzlichen Gruß an die Mahnwache Berlin schicken. Ja, die haben inzwischen die 100. Mahnwache und wir sind bei 85. Der Unterschied entsteht daher, dass die in Berlin, die haben es tatsächlich durchgehalten und sind auch, wenn es nur mit einer Handvoll Leute war, jeden Montag nach draußen gegangen, auch in die Kälte. Und wir haben ja jetzt hier eine Winterpause eingelegt von 3 Monaten. Daher sind wir ein paar Mahnwachen hinterher. Aber dennoch, sowohl für Berlin als auch für Hamburg, steht nächsten Monat, also im März, das 2-jährige Jubiläum an. Dann heißt es 2 Jahre Mahnwachen, 2 Jahre Mahnwache Berlin, 2 Jahre Mahnwache Hamburg. Und es freut mich, dass aus dieser Mahnwachenbewegung, die ja einst in über 100 Städten jeden Montag auf die Straße gegangen sind, immerhin noch einige Städte übrig geblieben sind, die das noch durchziehen. Auch zum Beispiel Rostock fällt mir ein und ich glaube Dortmund und so weiter. Also in dem Sinne, viele Grüße an die anderen Mahnwachen an dieser Stelle. Und es freut mich, dass auch hier immer noch ein paar Leute auf die Straße gehen. Ja, jetzt kommt an dieser Stelle der bewährte Wochenrückblick. Und ehrlich gesagt, wenn ich das so höre, was so abgeht, ich habe schon gar keine Lust mehr. Wirklich, ich habe keine Lust mehr auf dieses Schmierentheater. Das ist ja wirklich ein Schmierentheater erster Klasse, was da so in der Politik los ist. Und ihr könnt auch alle gleich eure Meinung dazu am offenen Mikrofon sagen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Asylpaket 2, wenn ich das Wort nur noch einmal höre, dann kriegt schon das Kotzen. Weil das ist ja mal wieder so eine typische Placebo-Aktion. Ja, also es gibt in der Welt wirklich reale Probleme, ne? So, es gibt Kriege, bei denen täglich Tausende, wenn nicht Zehntausende Menschen sterben, es gibt Aggressionen, es gibt so viel Leid, so viel Elend, so viel Tod und so viel Sterben. Und in unserer großen Koalition wird jetzt tatsächlich darüber diskutiert, ob es relevant sei, den Familiennachzug entweder für alle oder nur für die nicht minderjährigen Flüchtlinge mit begrenztem Schutzstatus für 2 Jahre auszusetzen. Was ist denn das? Das ist doch... das ist doch... zum Heulen ist es. Ja, also wirklich... Wenn man wirklich was tun will, dann würde man einerseits endlich mal diese Migrationslage in den Griff bekommen, indem man sich fragt, wer ist jetzt wirklich Flüchtling, wer bedarf Schutz und wer nicht. Indem man sich auch mal fragt, wer ist vielleicht hier im eigenen Land
der auch Hilfe bedürft, ja, den man vielleicht übersehen hat, indem man sich dann aber auch mal fragt, was können wir denn eigentlich tun, um das Leid der Menschen vor Ort zu lindern? Ne? Ja, und jetzt ist Merkel ja in der Türkei. In der Türkei und will jetzt die Flüchtlingskrise lösen mit Erdogan. Und sie besteht darauf, dass einerseits die Grenzen innerhalb Europa offen bleiben, andererseits möchte sie die Außengrenze besser schützen. Ist das nicht irgendwie paradox, dass sie jetzt sagt, wir müssen den Menschen helfen, die hier vor Ort sind? Ja, wir können die ja nicht irgendwo in einem Lager in Ungarn lassen. Aber wenn das Lager außerhalb der EU ist, dann ist okay, oder was? Ja, das ist doch... Jetzt haben sie darüber gesprochen, wie sie die Seegrenze besser schützen, und wollen sie deutsche Polizisten in die Türkei schicken, die dann die Außengrenze gegen Schlepper verteidigen sollen. Ja, und gleichzeitig wollen sie dann legale Flüchtlinge irgendwie mit Kontingenten reinholen, aber das ist doch Augenwischerei auf höchster Ebene. Das geht die Ursachen der Problematik null an, das ist nur Verteilung von Hilfsgeldern. Jetzt sind 3 Milliarden freigegeben worden, um in der Türkei syrische Flüchtlinge zu unterstützen. Das heißt, die Türkei baut sich jetzt auf EU-Kosten, Schulen und sonst was in Syrien. Und ich hoffe, es kommt auch was von dem Geld bei den Flüchtlingen an. Aber bei diesem korrupten System, da fällt es mir schwer daran zu glauben. Wenn wir überlegen, wo EU-Gelder überall versickert sind in den letzten Jahren und wo jetzt jeden Tag hier auch Gelder versickern, bei der Asylindustrie, die sich inzwischen aufgebaut hat. Das ist ja ein richtig großer Industriezweig geworden. Das ist den meisten Leuten gar nicht klar, aber es gibt einige Leute und einige Firmen, die verdienen richtig Asche an der Flüchtlingssituation. Du brauchst ja nur eine alte Turnhalle kaufen und die an die Bundesregierung vermieten und schon bist du plötzlich Millionär. Es ist so. Es ist doch absurd. Die muss nicht mal hergerichtet sein. Das kann ein baufälliges Grundstück irgendwo sein. Ja, Hauptsache, es ist brauchbar und liegt irgendwo, wo man es als Erstaufnahmezentrum verwenden kann. Dann wird das auf Steuerzahlerkosten renoviert, als Erstauflagenahme hergerichtet und du kriegst auch noch pro Flüchtling, der da übernachtet, Geld. Und wenn das pro Flüchtling ist, dann ist es ja nicht, dann geht es ja nicht um die Situation der Menschen in diesen Aufnahmelagern. Denn dann würde man ja vielleicht sagen, okay, so und so viel passen hier rein, das wäre irgendwie noch menschlich. Sondern man sagt, wir zahlen dir pro Flüchtling, also je mehr, desto mehr Geld. Und es geht nicht darum, dass das Geld bei den Leuten ankommt und dass die dann da versorgt werden, sondern es geht darum, dass man da Asche macht. Ja, und das ist wirklich zum Kotzen. Es geht nicht um die Menschen hier, das will ich nochmal betonen. Und das sieht man auch daran, ich kriege schon das Kotzen, wenn ich Merkels Stimme nur höre, wie ich sie heute im Radio gehört habe, als sie verurteilt hat, ja, dass das Leid der Menschen in Syrien ja jetzt durch die russischen Bombenangriffe verschlimmert worden wäre. Ja, das mag sein, Bomben sind bekanntermaßen noch nie ein Mittel gewesen, um die Situation vor Ort zu verbessern, für die Leute auf dem Boden. Ja, und es mag jetzt sein, dass da Leute abhauen, ja, aber es ist überhaupt nicht bewiesen, ob die jetzt vor den Rebellen abhauen, vom IS oder vor Russland oder vor Assad. Und Russland bombt als einziges Land auf Einladung der legitimen syrischen Regierung. Das ist das einzige Land, das nicht völkerrechtswidrig in Syrien aktiv ist. Das einzige. Alle anderen haben weder ein Mandat des UN-Sicherheitsrates noch eine Einladung der syrischen Regierung und damit ist das völkerrechtswidrig. Punkt. Und diese Länder haben über fünf Jahre die Opposition in Syrien unterstützt und den Aufstieg des IS erst möglich gemacht. Die haben völkerrechtswidrig 2003 den Irak überfallen, haben Millionen ermordet, alles für angebliche Massenvernichtungswaffen, die sie nie gefunden haben. Und mit dem World Trade Center hatte das auch nichts zu tun. Und bis heute wurde kein einziger wegen den Kriegsverbrechen im Irak verurteilt. Ja? Und diese Leute zeigen jetzt mit dem Finger auf Russland und sagen, oh, ihr bösen Russen, ihr... sorgt dafür, dass es den Syrern schlecht geht. Nein, steigt doch mal mit dem Finger auf die eigene Nase, Merkel, Obama und wie ihr nicht alle heißt, Hollande. Ja, ihr habt die ganze Scheiße erst ausgelöffelt. Nicht ausgelöffelt, verbrockt habt ihr die. Ja, es kotzt mich an. Es kotzt mich einfach nur noch an und ich rede mir jetzt mal ein bisschen meine Wut vom Hals. Weil wenn es um die Menschen gehen würde, entweder um die Flüchtlinge oder die Leute vor Ort, dann würdet ihr mit diesem Schwachsinn aufhören. Ja, und dann könnten wir auch endlich mal darüber reden, wie wir die Situation besser machen. Aber ganz bestimmt nicht so. Danke. Das war mein Wochenrückblick für heute. Ich sehe schon, hier gibt es auch noch andere Leute, die Redebedarf haben. Ich habe mich ein bisschen in Rage geredet, aber das tut auch mal gut. Und dafür ist das Mikro ja auch da. Also, das ist ein offenes Mikrofon. Hier darf jeder reden ohne Voranmeldung. Wir sagen Faustregel bitte nicht länger als 6 Minuten, sonst ermahnen wir euch und sagen, kommt bitte zum Ende. Ihr dürft über alles reden, ihr müsst aber gewaltfrei bleiben, jugendfreundlich und im guten Ton reden. Ja?
Und wir haben ein neues Instrument dieses Jahr, das ist der Einspruch. Wenn jemand findet, dass hier jemand gegen diese Regeln verstößt, dann ist er selber in die Pflicht genommen zu sagen, Einspruch, ich möchte, dass diese Rede unterbrochen wird. Dann muss der, der den Einspruch erhoben hat, aber auch nach vorne ans Mikrofon gehen und den begründen. Und dann entscheiden die Leute vor Ort, indem sie die Zustimmung oder Ablehnung für den Einspruch deutlich machen, ob die Rede unterbrochen wird und ob der Redner dann auch für diese Mahnwache gesperrt wird. Das war's von mir. Das Mikro ist ab jetzt offen. Bitte.